Und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Neuen Folge bei Bioshock Infinite. Mann, ich bin müde. So. Herr Kausautomat, du kommst jetzt richtig. Panzerfaust, Maschinengewehr. Salz. Und Gesundheit. Haben wir. Okay. Letzte Folge impulsiv aufgehört. Wer ist dieser Betrüger, dieser Scharlatan, dieser Schlangenöl-Scharlatan? Ich hab Geld gefunden. Was Bedarf? Was wir heute erlebt haben, Genossen, war erst der Anfang. Zachary Comstock wird unsere Stimme hören. Seine Tempel werden brennen und seine Goldgötzen werden schmelzen und in Bächen durch die Straßen von Olympia rinnen. Was ist das? Wir erhielten einen Tipp, dass im Fellow Traveler geschmuggelte Waffen versteckt wären. Wir haben nichts gefunden, aber komisch. Unter den Bodendielen stießen wir auf ein paar alte Uniformen aus dem Krieg. Wir rätselten, wie die dorthin kamen, aber... Wer ist da? Sind Sie Swade, hä? Sir! Timak Black! Hast du das gehört, Comstock? Das war das Geräusch, das du nie gehört hast. So klingt es, wenn ein Soldat stirbt. Komm vor. Slade? Den Burschen kenne ich. Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen. Interessant. Geht's auch weiter. Und den Erfolg haben wir schlussendlich bekommen. Nein, Pistole nicht. Hier nix. Wir müssen dahinter. Ich habe da, glaube ich, ein Upgrade gesehen. Zuerst noch hier oben. Gott, er schafft alle möglichen Arten Soldaten. Aber er schuf nur einen Cornelius Slate. Mein Vater folgte ihm den San Juan Hill hinauf, durch die Gesandtschaften in Peking und, wie er sich ausdrückte, sogar durch die Hölle, wenn der Befehl dazu erging. Heute beim Appell fragte Slate mich, ob ich Sergeant Monroes Tochter sei. Ich sagte, ja, Sir, die bin ich. Und Slate sagte, dein Vater wollte immer einen Sohn. Ich hoffe, der Dummkopf weiß, wie viel Glück er hatte. Hier ist nix. Nochmal hier reinschauen. Da! Mein Turm! Ist nur fair, wenn die mir einen Anteil am Profit überlassen, oder? Wulfa. Boost. Sehr schön. Oh, entsprechend teuer. Nein. Ja? Nein. Hier ist ein Präzisionsgewehr. Hab ich noch nicht. Na, sonst nichts, was mich interessieren könnte. Mehr Geld. Na klar, danke. Gut so. Nicht gerade so viel. Was ist das? Besuchen Sie die Hall of Heroes und lernen
bitte? 3. Ach nee. Mist. Ach, 3. Ach nee. Die Dinger sind so selten. Das gibt's doch gar nicht. Der Gondelverkehr zu Hall of Heroes wurde eingestellt. Anscheinend wegen der Sache mit diesem Mann, diesem Slate. Naja, ich schätze, wir können diese Skylines nehmen. Wir müssen nur diese Ladung da wegkriegen. Ach Gott. Ja, dann tun wir das mal. Das wird absolut fantastisch. Was ist das denn hier? Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Nice. Die Kleine ist mega zu gebrauchen. Allee, los, los. Die Strecke ist frei. Ja, puh. Sie hinter uns. Mist, wir müssen rüberspringen. Ich möchte gerne da hin. Ja, Moment, Moment, Moment. Ah, es geht. Oh. Oh, was? Ah, wir sind hier. Wanted. Panzerfaust. Ja, ich bin einfach kein Freund von Panzer, von der Panzerfaust. Das muss Slate gewesen sein, aber in der Pro. Veteranen! Ihr habt euer Herzblut für Columbia vergossen, habt Gliedmaßen und Organe im gottlosen Orient verloren. Comstock hat nichts getan. Und doch, seht nach oben. Wessen Haupt schwebt selbst jetzt über euch? Eine Beleidigung, wie man es auch betrachtet. Wenn der Prophet unsere Vergangenheit in eine grell geschminkte Hure verwandelt, welche neuen Vergewaltigungen bringt uns dann die Zukunft? Ich sage, stehen wir auf und füllen diese Halle mit wahren Helden! Wo sind sie? Ja, jetzt wissen wir, wo ihr alter Freund Slate ist. Besorgen wir uns dieses Rockjockey und dann nichts wie weg. Nicht schlecht. Ja, ja, Schnauz. Let us be prepared.
Und noch hier rein. Wer braucht es? Naja. Ja, müsst treten mit den Marschallers. Der Mann war schon immer ich war nämlicher Beschissheit. Ich war. Zu rar ist jeder Schlag von Mann, der kämpft für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft für unsere liebe Stadt. Warum legt es? Warum leckt es? Das wird nochmal jetzt. Okay, jetzt geht's wieder. Eigentlich. Und puff. Danke. Ach. Was hast du denn? Nein, nein, nein. Nicht dran interessiert. Ach. Das nenne ich schieße. Schaden plus mit Panzerfaust, Panzerfaust. Wenn unser Werk vollendet ist, wird man uns Mörder nennen. Cornelius Slate, der Mann fürs Grobe, der Vox Populi. Und Comstocks Lüge wird durch eine neue ersetzt werden. Sei's drum. Diese Fitzroy und ich sind Verbündete aus Notwendigkeit. Ich bezweifle, dass man alle Männer, die Caesars Toga rot färbten, in Friedenszeiten noch das Brot miteinander brechen sah. Ist Comstock weg, sind die vergangenen Taten meiner Männer sanktioniert. Und sie werden ihren Teil der Beute fordern. Das muss ich nicht mehr erleben. Okay, es tut mir leid, dass es so leckt. Ich weiß auch nicht, warum das... Und tschüss. Zwei ab einem Streich. Also mir geht's auch den Geist. Warum leckt es, ey? Jetzt geht's wieder. Es tut mir leid, aber ich weiß einfach nicht, warum das gerade so ist. Also ich glaube, hier beenden wir das Let's Play Bioshock mit einem Gelecks. Sorry, deswegen. Aber ja, die Technik. Also, viel Spaß beim Nebenbrennen. Also, danke fürs Zuschauen, kommentieren, abonnieren unbedingt. Und dann sehen wir uns wieder beim neuen Let's Play Bioshock Infinity. Cheerio.